So, grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir haben in der vergangenen Stunde gelernt, wie Verträge abgeschlossen werden. Wir haben die Bedeutung von Willenserklärungen kennengelernt. Wir haben gesehen, dass Willenserklärungen rechtserhebliche Erklärungen sind, mit denen ich also meinen gebildeten Willen einer anderen Person mitteile. Das Gesetz sagt uns in § 869 BGB allerdings, die Einwilligung in einen Vertrag muss frei, ernstlich, bestimmt und verständlich erklärt werden. Und wir stellen uns jetzt die Frage, was passiert denn, wenn die Einwilligung nicht frei erklärt wurde, nicht ernstlich erklärt wurde? Das heißt, wir stellen uns die Frage, was passiert, wenn es bei der Abgabe der Willenserklärungen zu sogenannten Willensmängeln gekommen ist. Und bei diesen Willensmängeln nehmen wir in den Blick Irrtum, Drohung und List. Es gibt noch andere Mängel, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegen können. Wir haben über den Wucher, wir haben über die Gesetz- und Sittenwidrigkeit ganz allgemein schon gesprochen. Alle diese Mängel können wir als Wurzelmängel bezeichnen. Warum? Ja, weil sie schon im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegen, das heißt schon an der Wurzel des Vertrages existieren. Ja, und wenn wir einen Blick auf die Willensmängel im engeren Sinn werfen, wenn wir also schauen auf Irrtum, Drohung, List und uns dort vielleicht die griffigen Willensmängel rausgreifen, nämlich Drohung und List, dann muss man sagen, es ist ja eigentlich völlig klar, dass derjenige, der droht, derjenige, der überlistet, also einen zivilrechtlichen Betrug begeht, es ist doch eigentlich klar, dass derjenige sich nicht darauf verlassen darf, dass er einen wirksamen Vertrag abschließt mit dem Bedrohten, mit dem Überlisteten. Ich drohe ihnen an, ich breche ihnen die Kniescheiben, wenn sie mir nicht ihr Handy verkaufen. Ich drohe ihnen an, ich zeige sie bei der Steuerbehörde an, weil ich weiß, dass sie ein bisschen was nicht versteuert haben, wenn sie mir nicht ein Grundstück verkaufen. Ich spiegle ihnen vor, naja, in Wirklichkeit wird neben dem Grundstück eine Autobahn gebaut werden. Der Wert des Grundstücks ist deshalb viel niedriger, aber ich würde sie dann noch abkaufen. In all diesen Fällen mag schon sein, dass Sie am Ende der Geschichte dann auch sagen, na gut, ich verkaufe mein Handy, ich verkaufe mein Grundstück. Aber Sie haben Ihren Willen nicht frei im Sinne des § 869 BGB gebildet, sondern Sie haben ihn gebildet, weil ich Sie genötigt habe dazu, weil ich Sie bedroht habe, weil ich in Ihnen Angst geweckt habe vor einer Verletzung oder vor der Anzeige bei den Finanzbehörden. Ich habe quasi Ihren Willen ein bisschen beeinflusst oder ein bisschen mehr beeinflusst. Oder aber bei der List, Sie haben zwar Ihren Willen gebildet, aber mit einem ganz falschen Tatsachensubstrat. Sie haben gedacht, dass die Lage ganz anders ist. Warum? Weil ich es Ihnen vorgetäuscht habe. Klar ist, dass jemand, der sowas tut, jemand, der droht, jemand, der listig ist, nicht schutzwürdig ist in seinem Vertrauen auf einen bestehenden Vertrag. Und daraus resultiert die simple Erkenntnis, dass in solchen Fällen der Bedrohte, der Überlistete, also der jeweilige Vertragspartner, die Möglichkeit hat, diesen Vertrag anzufechten. Jetzt könnten wir auf den ersten Blick uns die Frage stellen, wäre es nicht viel sinnvoller, wenn der Vertrag schon nicht zustande kommt? Aber überlegen Sie sich, was das in der Konsequenz bedeuten würde. A verkauft an B, B verkauft an Sie. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass der A nach 20 Jahren sagen kann, übrigens, ich bin damals bedroht worden, überlistet worden oder habe geirrt und deshalb wäre dann schon kein Vertrag zustande gekommen, dann überlegen Sie sich, was das für Sie bedeuten würde. Es wäre alles rechtlich ausgesprochen kompliziert. Es bestünde das Risiko, dass wir sehr, sehr lang eine Situation haben, wo die Sache bei jemandem ist, wo sie gar nicht hingehört. Das heißt, wir hätten sehr lange ein Auseinanderklaffen von Güterzuordnung und demjenigen, der die Sache bei sich hat, der das Auto vielleicht reparieren lässt, auf dem Grundstück vielleicht ein Haus bauen lässt. Das heißt, es würde sehr rasch sehr kompliziert werden. Und wie immer, es ist natürlich leicht zu sagen, ja, ich bin bedroht worden, ich bin überlistet worden. Aber wir müssen ja auch prüfen, ob diese Voraussetzungen im konkreten Fall vorliegen. Wenn jemand nach 50 Jahren sagen könnte, ich bin damals bedroht worden, würden wir uns sehr schwer tun, herauszufinden, ob das überhaupt stimmt. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis zu sagen, wir haben ein Regime, mit dem wir Verträge, die unter Willensmängeln zustande gekommen sind, beseitigen können. Aber alle diese Beseitigungsmöglichkeiten sind fristgebunden. Und damit ist das Konzept des ABGB ein ganz einfaches. Wenn der objektive Erklärungswert, also das, was ein redlicher Dritter, nicht der konkrete andere, ein redlicher Dritter darunter verstehen darf, dazu führt, dass ein Vertrag abgeschlossen wird, dann können wir durch Anfechtung wegen Irrtums, wegen Drohung, wegen List den Vertrag beseitigen. Diese Anfechtung ist gerichtlich notwendig und ist, wie gesagt, immer fristgebunden.
Das ist der Einstieg in das Recht der Willensmängel. Und die leichtesten Willensmängel sind, ich habe es schon gesagt, Drohung und List. Weil da braucht man nicht lang drüber diskutieren. Wer den anderen bedroht und ihn damit zwingt, den Vertrag abzuschließen, ist evident nicht schutzwürdig. Da braucht man nicht lang nachdenken. Wer den anderen überlistet, also der zivilrechtliche Betrüger, ist evident nicht schutzwürdig. Auch da, glaube ich, braucht man nicht besonders lang nachdenken. Beim Irrtum müssen wir viel länger nachdenken. Warum? Sehen Sie alle diese Willensmangelthemen immer als ein Problem im zweipersonalen Verhältnis. Es geht um den einen und den anderen. Es geht um die beiden Vertragspartner. Und wie so oft im Zivilrecht werden wir uns zwischen diesen beiden entscheiden müssen. Und es ist sehr schwer, dass wir Mittellösungen treffen. Nicht? Wir können nicht sagen, na gut, der halberte Vertrag bleibt aufrecht. In der Regel, es sei denn, wir kommen zu einer Anpassung des Vertrages. Sondern wir müssen sagen, entweder der Vertrag ist gültig oder ist es halt nicht. Das heißt, wir entscheiden uns zwischen zwei Personen und diese Entscheidung fällt leicht, wenn eine der beiden Personen ein schlechter Mensch ist, weil sie droht oder listig ist, aber diese Entscheidung fällt im Fall des Irrtums viel schwerer. Denn beim Irrtum ist es nicht notwendig und nicht einmal tatbestandsmäßig, dass die andere Person ein schlechter Mensch ist, unter Anführungszeichen. Wenn wir also auf diese Willensmängel schauen, dann ist der Irrtum der schwierigste Willensmangel und deshalb werden wir uns dem kurz zuwenden. Erkenntnis Nummer eins. Wenn wir über Irrtum sprechen, dann müssen wir mal wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Und in Wirklichkeit ist mit dem Irrtum nichts anderes gemeint als eine Fehlvorstellung von der Wirklichkeit. Ich kaufe ein Auto und gehe davon aus, dass das Auto unfallfrei ist. In Wirklichkeit ist es nicht unfallfrei, es hat einen ganz schweren Vorschaden. Ich lasse mir von jemandem die Gastherme warten und gehe davon aus, dass der Gaswasserinstallateur ist, konzessionierter und gelernter. In Wirklichkeit macht er das nur hobbymäßig. Ich schließe einen Vertrag ab und möchte einen Ratenkauf abschließen, möchte da ein Produkt abstottern. In Wirklichkeit ist es ein Finanzierungsleasing. Wenn Sie sich diese drei Ideen anschauen, dann sehen Sie sofort, was ein Irrtum sein kann und wie schwerwiegend ein Irrtum sein kann. Ich irre über den Gegenstand des Vertrages. Ist das Auto unfallfrei oder nicht? Ich irre über die Person des Vertragspartners. Kann der das, was der da anbietet oder nicht? Ich irre über die Natur des Vertrages. Ist das ein Kaufvertrag? Ist das ein Leasingvertrag? Das heißt, das sind alles Themen, die den Vertrag ganz, ganz unmittelbar betreffen. Ich glaube, da brauchen wir nicht lang drüber diskutieren. Das ist der Kern des Vertrages. Was vereinbare ich? Worüber? Mit wem? Nicht immer wird alles davon wichtig sein. Wenn Sie zum Anker gehen, ist die Person des Vertragspartners irgendwie klar und ein Irrtum über den Vertragspartner kaum möglich. Aber wie gesagt, stellen Sie sich vor, Sie lassen eine komplizierte Dienstleistung von jemandem erbringen und gehen davon aus, dass der dazu bestimmte Kenntnisse hat, dass der dafür vielleicht eine Ausbildung hat oder eine besondere Berechtigung hat. Das sind also drei Kerntatbestände, wo man leicht sagen kann, ja, wenn ich über die irre, dann ist der Vertrag in seinem Zentrum betroffen. Was vereinbare ich, worüber, mit wem? Wir können noch etwas anderes erkennen, wo der Vertrag in seinem Zentrum betroffen ist, nämlich dann, wenn nicht meine Vorstellung von der Realität eine falsche ist, sondern wenn in meinem Erklärungsakt ein Fehler ist. Das klingt jetzt vielleicht noch ganz abstrakt für Sie, aber in Wirklichkeit ist es ganz logisch. Typischer Fall, ich unterschreibe irgendwas und glaube, es ist, weiß ich nicht, die Weihnachtspost und in Wirklichkeit ist es eine Bestellkarte. Oder ich bestelle 100 Kilo Äpfel für meinen Obsthandel, setze aber leider das Komma falsch und dann sind es 10.000. Das heißt, wenn die Erklärung mit ihrem objektiven Erklärungswert etwas anderes bedeutet, als ich eigentlich damals wollte, wenn ich also ein Auseinanderklaffen habe von dem, was ich im rechtlichen Sinn sage und dem, was ich eigentlich meine, na dann ist natürlich auch der Vertrag sehr zentral betroffen, weil die Willenserklärung ja überhaupt erst das Mittel zum Vertrag ist. Das heißt, wenn wir auf das Irrtumsrecht draufschauen, dann sehen wir sogenannte Geschäftsirrtümer, also Irrtum über den Gegenstand des Vertrages, die Natur des Vertrages, die Person des Vertragspartners und sogenannte Erklärungsirrtümer, also Irrtümer, bei denen jemand etwas sagt, noch einmal im rechtlichen Sinn sagt, was er so eigentlich gar nicht möchte. Wenn Sie zurückdenken an unseren Baumwollfall, dort haben wir gesagt, es wäre denkbar, etwa wenn wir eine Verkehrssitte haben, dass Baumwolle immer im Pfund gehandelt wird, es wäre denkbar, dass wir dann einen an den Willen des anderen binden. Sie erinnern sich, wir haben dort zwischen verstecktem Dissens und normativem Konsens geschwankt.
Aber in dem Moment, wo sie dort normativen Konsens haben, wo sie also sagen, nein, nein, das, was der Österreicher gesagt hat, ist zu verstehen als Pfund, obwohl er es nicht wollte, haben sie gleichzeitig einen Erklärungsirrtum. Ich sage etwas anderes, als ich eigentlich möchte. Das heißt, die erste und wesentliche Stufe beim Irrtum ist die Frage, ob ein Irrtum überhaupt vorliegt. Und ich habe Ihnen jetzt lauter Irrtümer genannt, die, wie ich gesagt habe, den Vertrag sehr, sehr zentral betreffen. Es gibt aber natürlich auch Fehlvorstellungen von der Wirklichkeit, die den Vertrag viel, viel weniger zentral betreffen. Die sind vielleicht für die konkrete Person auch sehr wichtig. Aber sie sind nicht für beide Vertragspartner wichtig. Sie sind, und ich sage es jetzt einmal nur annäherungsweise, nicht Vertragsinhalt geworden. Schulbuchbeispiel dafür, ich gehe zum Juwelier und kaufe einen Verlobungsring. Und dann komme ich heim und stelle fest, dass meine Freundin schon ausgezogen ist. Ist das eine Fehlvorstellung von der Wirklichkeit? Ja. Ist das eine Fehlvorstellung von der Wirklichkeit, die für mich sehr wichtig ist? Schon. Ist das ein Irrtum, der dazu führen kann, dass der Vertrag aufgehoben wird? Nein. Und Sie sehen es in der Abgrenzung ganz leicht. Irrtum über den Gegenstand des Vertrages, die Person des Vertragspartners, die Natur des Vertrages, das ist das, was uns beide gleichermaßen betrifft. Irrtum über meinen eigenen Beziehungsstatus ist für mich total wichtig, aber betrifft den anderen an sich nicht, ist zu weit vom Vertrag entfernt und ist damit ein bloßer Motivirrtum. Und solche Motivirrtümer führen ganz grundsätzlich, außer bei unentgeltlichen Geschäften und im Erbrecht, nicht zur Anfechtung. Warum? Ja, weil man sagt, bitte, wie soll ich das dem anderen zumuten? Wie kommt der andere dazu, der andere Vertragspartner dazu, dass er vielleicht meinen Motivirrtum ausbadet? Das wäre doch nicht schlüssig. Das heißt, wenn Sie in so einen Fall einsteigen, dann ist die erste Frage, gibt es überhaupt einen Irrtum? Und wie schaut dieser Irrtum aus? Und was ist das für ein Irrtum? Und glauben Sie mir, das wirkt jetzt so, und die Beispiele sind natürlich auch absichtlich zugespitzt, das wirkt jetzt alles so furchtbar einfach. Da gibt es den Geschäftsirrtum auf der einen Seite und den Motivirrtum auf der ganz anderen Seite und die beiden treffen sich nie. Wenn Sie praktische Fälle anschauen, werden Sie feststellen, dass es oft sehr, sehr schwierig ist, Geschäftsirrtum und Motivirrtum voneinander abzugrenzen. Wir tun das am Anfang ganz bewusst in idealtypischen Fallgruppen, aber Sie können sich vorstellen, nicht immer ist das ganz so klar. Was sind denn jetzt die Eigenschaften der Kaufsache oder was ist bloßes Motiv? Bis daher sind wir uns alle einig. Das heißt, wir starten in die Frage Fehlvorstellung von der Wirklichkeit, Klammer und Erklärungsirrtum, Klammer zu. Nur wenn wir einen solchen Irrtum haben, also Geschäftsirrtum oder Erklärungsirrtum, manchmal nennt man die beiden zusammen auch Geschäftsirrtum im weiteren Sinn. Nur wenn wir einen solchen Irrtum haben, brauchen wir überhaupt weiterdenken. Wenn es ein Motivirrtum ist, dann nicht. Und noch einmal, mir ist wichtig, und deshalb verwende ich darauf auch die Zeit jetzt, mir ist wichtig, dass Sie das Konzept verstehen. Der Motivirrtum ist psychologisch für den Irrenden genau dasselbe wie der Geschäftsirrtum. Und ist für den, denken Sie ans Juwelierbeispiel, der irrt vielleicht genauso schlimm oder noch schlimmer. Warum ist der Motivirrtum nicht beachtlich? Weil er die Risikosphäre nur einer Partei ist. Und Sie können leicht die Gegenprobe machen. Könnten wir meinen Beziehungsstatus für beachtlich machen in dem Geschäft? Ja klar, Sie brauchen mit dem Juwelier nur ausmachen, wenn er sich darauf einlässt. Sie übrigens, wenn daheim niemand mehr ist, dann würde ich den Ring gern zurückgeben können. Was Sie damit tun ist, Sie holen ein Motiv von außerhalb des Vertrages in den Vertrag hinein. Kann man das machen? Ja klar, warum denn nicht? Sie machen ein Motiv, wenn Sie so wollen, zur Bedingung. Sie können ins Schirmgeschäft gehen und sagen, ich möchte den Schirm kaufen, aber ich sage Ihnen gleich, wenn es heute nicht regnet, kriegen Sie ihn morgen zurück. Wenn sich der andere darauf einlässt, ja, alles völlig in Ordnung. Das heißt aber, es geht dabei immer nur um eine Risikoabgrenzung, um eine Abgrenzung von Sphären. Ist etwas das Problem nur einer Person und das, damit das Risiko nur einer Person oder ist etwas das Risiko von beiden Personen? Grundsätzlich also brauche ich einen Irrtum über den Geschäftsinhalt, einen so zentralen Irrtum, Geschäftsirrtum, Erklärungsirrtum, damit ich überhaupt über eine Irrtumsanfechtung diskutieren kann. Aber selbst wenn ich einen solchen Geschäftsirrtum habe, und ich meine jetzt den Erklärungsirrtum immer mit, ich spreche also vom Geschäftsirrtum im weiteren Sinn, selbst wenn ich einen solchen Erklärungsirrtum habe, heißt das noch lange nicht, dass ich mich deshalb gleich vom Vertrag lösen kann. Warum? Jetzt um 8.30 Uhr kann schon langsam die Publikumsbeteiligung beginnen. Warum sagen wir nicht schon, okay, wenn ein Geschäftsirrtum vorliegt, dann ist Schluss mit dem Vertrag?
Kollege sagt, dein Geschäftsirrtum kann ja auch gleich auffallen. Wem? Dem, der sich irrt. Gut, dann irrt er ja nimmer. Gut, dann, wenn er nimmer irrt, ist ja super. Aber die Frage ist, warum sagen wir nicht schon jetzt, wir haben einen Geschäftsirrtum gefunden, damit ist der Vertrag anfechtbar. Weil es kommt ja noch viel mehr, nicht? Wenn Sie den 871er BGB lesen, dann werden Sie ja feststellen, dass die Irrtumsanfechtung eher kompliziert ist. Der Kollege sagt, dann könnte man ja jeden Vertrag anfechten. Nein, man würde ja immer einen Geschäftsirrtum brauchen. Nur, das ist etwas, was natürlich leichter mal behauptet ist. Ein Geschäftsirrtum, ich habe mir das anders vorgestellt. Und warum soll, denken Sie jetzt wieder, das ist eine Entscheidung zwischen zwei Personen. Warum soll allein der Umstand, dass Sie geirrt haben, dazu führen, dass mein Vertrag weg ist? Es muss die Suppe ein bisschen dicker werden. Und deshalb sagt das Gesetz, ja, Irrtum ist eins, schon gut, das ist notwendige Voraussetzung, weil wenn ich nicht geirrt habe, habe ich schon keinen Willensmangel. Aber ich brauche noch mehr. Das Gesetz normiert, und das ist eine Abwägung wiederum zum Vertrauensschutz, drei Tatbestände, nämlich drei Alternativtatbestände. Das heißt, einer davon muss nur vorliegen, indem das Gesetz was sagt, damit der Irrtum zur Anfechtung des Vertrages führen kann, brauche ich zusätzlich zum Geschäftsirrtum noch, dass der Vertragspartner den Irrtum veranlasst hat oder dass dem Vertragspartner der Irrtum offenbar auffallen musste oder dass der Irrtum rechtzeitig aufgeklärt wurde. Alle drei Tatbestände wirken auf den ersten Blick ganz einfach und sind auf den zweiten Blick durchaus erklärungsbedürftig. Wenn wir einen Blick auf das Gesamtkonzept werfen, sehen wir aber schon, aha, der Vertragspartner hat den Irrtum veranlasst. Dem Vertragspartner musste dieser Irrtum offenbar auffallen, dann ist offenbar der Vertragspartner in der Wertung des Gesetzgebers am Irrtum näher dran. Schau her, was für ein tolles Auto es ist. Es ist unfallfrei. Naja, wenn Sie dann glauben, dass es ein unfallfreies Auto ist, muss man sagen, ist kein Wunder. Sie glauben es deshalb, weil ich es Ihnen gesagt habe. Ich habe den Irrtum ganz sicher veranlasst. Wenn Sie der Obsthändler sind, der jedes Mal seine 100 Kilo Äpfel bestellt für die Woche und jetzt kommt die Bestellung mit 10.000 Kilo, dann muss ich vielleicht als Großhändler mir denken, hat er expandiert oder meint er das nicht ernst? Ein Irrtum, der offenbar auffallen muss. Das heißt, das Vertrauen des anderen ist nicht schutzwürdig. Es geht nicht darum, dass der andere nicht vertraut hat. Vielleicht ist mir das nicht aufgefallen mit den 10.000 Kilo. Ich glaube selber, dass das Auto unfallfrei ist. Es geht nicht darum, beim Irrtumsrecht, dass der andere ein schlechter Mensch ist. Aber es geht darum, dass wenn ich mich zwischen den beiden Parteien entscheiden muss, ich sage, sei mir nicht böse, der andere hat geirrt und du bist deshalb nicht schutzwürdig, weil du diesen Irrtum überhaupt veranlasst hast. Du bist deshalb nicht schutzwürdig, weil wenn du ein bisschen hingeschaut hättest, dann hätte dir dieser Irrtum offenbar auffallen müssen. Das heißt, in diesen beiden Tatbeständen ist der Vertragspartner des Irrenden näher dran als der Irrende selbst. Und der dritte Tatbestand hat eine andere Stoßrichtung, aber diese andere Stoßrichtung ist auch vernünftig. Der Irrtum wird rechtzeitig aufgeklärt. Wann ist der Irrtum rechtzeitig aufgeklärt? Vor Vertragsabschluss ist dann sehr rechtzeitig aufgeklärt. Dann muss ich aber auch nie was anfechten, außer die konkrete Willenserklärung. Ich kann auch eine einzelne Willenserklärung anfechten. Kollege sagt, wenn noch niemand Handlungen gesetzt hat, weil er auf den Vertrag vertraut, ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen ausweiten, wenn noch keinerlei Vermögensdispositionen getätigt worden sind. Das heißt, wenn, und ich sage es jetzt ganz bewusst primitiv, noch nichts passiert ist. Wenn wir einen der drei Alternativtatbestände haben, offenbar auffallen müssen, Irrtumsveranlassung oder rechtzeitige Aufklärung, dann können wir irrtumsrechtlich was machen. Und was machen wir? Ich habe jetzt immer ganz unkritisch davon gesprochen, dass der Vertrag dann angefochten werden kann. Das ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Denn wir müssen natürlich uns die Frage stellen, wie sich so ein Irrtum ausgewirkt hat. Stellen Sie sich vor, man würde sagen, na gut, wenn ich gewusst hätte, dass das Auto einen Vorschaden hat, dann hätte ich das schon auch genommen, aber ich hätte halt weniger dafür bezahlt. Dann wäre die Vertragsanfechtung, also die komplette Aufhebung des Vertrages, ein bisschen viel. Das ist ja der Overkill, wenn die Parteien hypothetischer Parteiwille bei Kenntnis der wahren Sachlage gesagt hätten, nein, nein, wir hätten eher abgeschlossen.
nur nicht zu den Bedingungen. Und umgekehrt, wenn wir zum Ergebnis kommen, hypothetischer Parteiwille bei Kenntnis, hätte ich den Vertrag nicht abgeschlossen. Dann hilft mir nichts viel anderes als die Anfechtung. Und das ist nichts anderes als die Unterscheidung zwischen zwei Arten des Irrtums, nämlich dem Wesentlichen und dem Unwesentlichen. Vorsicht, unwesentlich heißt nicht wurscht, unwesentlich heißt nur, ich hätte den Vertrag in anderer Form abgeschlossen, aber ich hätte ihn abgeschlossen, während wesentlicher Irrtum bedeutet, ich hätte den Vertrag nicht abgeschlossen. Es geht dabei immer um den hypothetischen Parteiwillen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Nicht? Das heißt, es reicht nicht, dass Sie dann vor Gericht sagen, das hätte ich nie gekauft, sondern es geht darum zu ermitteln, na, was hätte denn eine redliche Partei dann damals gemacht. Wäre das etwas, was den Vertragsausstieg erfordert, wesentlicher Irrtum, ich hätte diesen Vertrag nicht abgeschlossen, dann hilft mir nur die Anfechtung. Oder wäre das etwas, wo man sagt, naja, ich hätte den Vertrag schon abgeschlossen oder wir hätten den Vertrag schon abgeschlossen, aber zu anderen Bedingungen, dann reicht die Vertragsanpassung 872 ABGB. Damit haben Sie so einen Überblick über das gesamte Recht der Willensmängel. Zu Wucher und Gesetz und Sittenwidrigkeit muss ich deshalb nicht besonders viel sagen, weil wir das bei der Privatautonomie schon mit berücksichtigt haben. Wenn Sie sich erinnern, wir haben dort gesagt, es gibt natürliche Grenzen der Privatautonomie. Warum? Weil der Gesetzgeber nicht alles mit seinen Gerichten durchsetzen möchte. Gut, dann schauen wir uns das Ganze an konkreten Beispielen an. Sisi kauft beim Gebrauchtwagenhändler Josef einen Fiat Panda, der mit Baujahr 1999 und 150.000 Kilometern angeschrieben ist. Josef hat den Wagen seinerseits von Paul gekauft. Bei einem Service nach einigen Wochen stellt sich heraus, dass der Kilometerzähler von Paul zurückgedreht wurde und der Wagen bereits 250.000 Kilometer gefahren ist. Sind die beiden Rechtsverhältnisse gültig? Also Sisi kauft von Josef und Josef hat von Paul gekauft. Wenn wir da drauf schauen, was würden wir sagen? Bitte, Frau Kollegin. Sagen Sie es sehr laut, damit Sie alle hören. Ja, die Kollegin sagt, zwischen Paul und Josef besteht eine List, klar. Zwei Worte zur Begründung noch. Ja, also das ist ganz sicher eine listige Täuschung über Tatsachen, wenn ich zuerst den Kilometerzähler zurückdrehe und dann sage, schau, der hat nur 150.000 Kilometer. Ganz klarer Fall, der List im Rechtsverhältnis Josef und Paul, gut. Ja, die Kollegin sagt, zwischen Josef und Sisi besteht ein Irrtum, weil beide nicht gewusst haben, wie viele Kilometer eigentlich drauf sind. Wenn wir genauer reinschauen, muss man sagen, ob es beide nicht gewusst haben, ist uns an sich für den Moment einmal egal, um wen wird es gehen. Es geht um die Sisi. Die Sisi hat nicht gewusst, wie der Kilometerstand ist. Sie hatte eine falsche Vorstellung. Sie hat gedacht, er hat 150.000, in Wirklichkeit hat er 250.000. Welche Art von Irrtum ist das? Ganz sicher ein Geschäftsirrtum, nämlich ein Irrtum über den Vertragsgegenstand, also ein sogenannter Eigenschaftsirrtum, völlig richtig. Kann dieser Irrtum hier zur Anfechtung führen? Weil? Ja, die Kollegin sagt, die Sisi kann anfechten, weil sie nicht gewusst hat, worum es eigentlich geht. Da fallen allerdings die Alternativvoraussetzungen des 871 unter den Tisch. Kollege. Die Sisi kann auch Vertragsanpassung fordern, sagt der Kollege. Mir fehlt dabei bis jetzt aber alles, was wir an Alternativvoraussetzungen des § 871 besprochen haben. Wenn Sie sich erinnern, wir haben gerade vorher gesagt, es reicht gerade nicht aus, dass ich einfach nur eine Fehlvorstellung habe. Kollege sagt, das ist eine Irrtumsveranlassung. Teilen wir das? Ja, morgendliche Passivität kann Zustimmung sein. Würde ich auch teilen. Irrtumsveranlassung heißt nicht verschulden. Weil dann sind wir eh schon so halb in der List drinnen in dem Fall. Sondern Irrtumsveranlassung heißt einfach nur, ja, du hast diese Fehlvorstellung geweckt. Dann wunder dich nicht, wenn diese Fehlvorstellung dazu führt, dass der Vertrag angefochten oder, wie der Kollege gesagt hat, angepasst werden kann. Was es hier ist, da werden wir uns schwer tun, das so einfach zu sagen. 250.000 Kilometer sind für einen Fiat Panda natürlich schon eher viel. Ich halte es für möglich, dass in einem solchen Fall man den Vertrag nicht abgeschlossen hätte und nicht einfach nur weniger bezahlt hätte. Das heißt, das könnte man, glaube ich, ganz unkompliziert als Fall der Irrtums
Anfechtung und nicht nur der Irrtumsanpassung sehen. Wenn Sie ins Schema schauen, Frage Nummer 1 war, hatten wir eine Fehlvorstellung von der Wirklichkeit? Die Kollegin hat gesagt, ja klar, falsche Vorstellung vom Kilometerstand. Die Kollegin hat diese falsche Vorstellung ganz zu Recht als einen Eigenschaftsirrtum qualifiziert und der Kollege hat ergänzt, ja bitte, dieser Eigenschaftsirrtum ist auch vom Vertragspartner, nämlich vom Josef, veranlasst worden und das wurde ja ganz sicher. Und deshalb, sagt der Kollege, haben wir hier eine Irrtumsanfechtung. Das scheint mir sehr plausibel zu sein. Gibt es dazu Kritik, Fragen, Bemerkungen? Gut, dann schauen wir gleich zum nächsten Fall weiter. Melinda verspricht der trauernden Margarete, ihren toten Hund durch intensive Gebete an eine exotische Gottheit wieder zum Leben zu erwecken. Als Unkostenbeitrag für das aufwendige Ritual bezahlt Margarete 500 Euro, kommt ein Vertrag zustande. Frau Kollegin, ein Tipp von mir, diese Geschichte, wo alle anderen die Hand heben, bevor sie reden, ist irgendwie so Teil der Spielregeln. Dann ist es nämlich auch viel leichter, weil dann sehe ich auch, wer was sagen möchte. Bitte. Der Kollege sagt, ich kann ja auch nicht anbieten, dass ich von ihm ein Einhorn kaufe. Also was liegt hier vor? Der Vertrag kommt tatsächlich nicht zustande. Warum? Weil § 878 ABGB hier eine anfängliche Unmöglichkeit annimmt. Und Vorsicht, anfängliche Unmöglichkeit heißt nicht, der Vertragspartner kann das nicht leisten, sondern anfängliche Unmöglichkeit heißt, da wird etwas faktisch Absurdes oder etwas rechtlich Unmögliches vereinbart. Das heißt, wenn ich Ihnen verspreche, ich verkaufe Ihnen einen nagelneuen Mercedes, dann kann ich den nicht leisten, weil ich keinen nagelneuen Mercedes habe. Aber es ist kein Fall der Unmöglichkeit, weil es nicht faktisch absurd ist, dass ich so etwas hätte oder das beschaffen kann. Das Gesundbeten toter Hunde ist, jedenfalls nach überwiegender Auffassung, schon faktisch absurd und es kann deshalb nicht Inhalt eines Vertrages sein. Und das Gesetz hat in Wirklichkeit damit welche Stoßrichtung? Das Gesetz sagt, bitte, ich will mich dann nicht mit der Frage beschäftigen müssen, ob dort jetzt eine Leistungsstörung vorliegt, weil der Hund nicht wieder ganz gesund geworden ist oder vielleicht immer noch tot ist, sondern ich will gar nicht über diesen Vertrag diskutieren. Mit sowas kommt es zu mir bitte nicht. Faktisch absurde Vertragsinhalte können nicht wirksam vereinbart werden. Dasselbe gilt für rechtlich unmögliche Vertragsinhalte. Das klingt jetzt so komisch, was soll ein rechtlich unmöglicher Vertragsinhalt sein? Stellen Sie sich vor, Sie, Ihre beste Freundin oder Ihr bester Freund und ich kaufen gemeinsam eine Eigentumswohnung. Das ist eine schöne Idee, das kann aber nicht funktionieren, weil Eigentumswohnungen können nach österreichischem Recht immer maximal zwei natürlichen Personen gehören. Wenn wir also einen Kaufvertrag haben, wo wir drei drinnen stehen, dann ist dieser Kaufvertrag nicht wirksam, wegen rechtlicher Unmöglichkeit. Das geht halt nicht. Und dritter Fall, der Bestattungsunternehmer X erfährt vom Tod des Vaters des Y. X tritt mit dem in erheblicher Gemütsaufregung befindlichen Y in Kontakt und veranlasst diesen zur Bestellung einer Bestattung, bei der ein Entgelt vereinbart wird, das 30% über dem ortsüblichen Entgelt liegt. Muss Y sich das gefallen lassen, Frau Kollegin? Kollegin sagt, 30% ist schon definitiv Wucher. Das wäre mir in dem Beispiel zu wenig. Das Gesetz hat überhaupt nichts dagegen, dass ich Ihnen Sachen teurer verkaufe als der Marktpreis. Das findet das Gesetz okay. Wenn Sie es auch wollen, soll so sein. Wenn wir so sagen, das ist Wucher, dann müssen wir diese Lösung erheblich auffetten. Es geht beim Wucher nicht nur darum, dass einer ein bisschen mehr kriegt oder auch viel mehr kriegt als der andere, sondern wir brauchen 879.2 Ziffer 4, genau, Wucher ist objektives Wertmissverhältnis, objektive Inäquivalenz plus Ausbeutungstatbestand. Ich nütze aus deine Gemütsaufregung, Verstandesschwäche, Unerfahrenheit. Das heißt, ich ziehe dich über den Tisch. Es kommt das objektive Ungleichgewicht mit einem subjektiven Ausbeutungstatbestand zusammen. Das heißt, nehmen wir es aus der Situation raus, ich verkaufe Ihnen mein Auto um 30% über dem Marktpreis, Pech für Sie. Dann schauen Sie halt vorher, was sowas kostet. Unser Privatrecht ist, auch was das anlangt, ein wirklich liberales Privatrecht.
Das ist nicht so die Gouvernante, die daneben steht und sagt, na, das ist jetzt aber schon sehr teuer, sondern in gewissen Grenzen, nämlich Wucher auf der einen Seite und Lesio Enormis auf der anderen Seite, wo es nur auf ein objektives Wertmissverhältnis, Verkürzung um mehr als die Hälfte ankommt, in diesen Grenzen können Sie vereinbaren, was Sie wollen. Aber wenn zum objektiven Wertmissverhältnis der subjektive Ausbeutungstatbestand dazukommt, dann ist irgendwann genug, weil dann sind wir im Wucher drin. Frau Kollegin. Der ist ganz sicher gegeben. Aber wir brauchen dazu diese zwei Dinge. Also hier ist so quasi das Keyword, ist die erhebliche Gemütsaufregung. Das ist sogar im Gesetz unmittelbar drinnen. Das heißt, wir haben das Beispiel nicht besonders liebevoll gestaltet, sondern einfach den gesetzlichen Tatbestand reinkopiert. Aber manchmal ist das ja auch ganz sinnvoll, um Sie da direkt drauf zu lenken. Gut, sonstige Fragen? Bitte. Sie können das faktisch Absurde natürlich immer nur bestimmen, so nach dem, was so der Stand von Wissenschaft und Technik ist. Der Kollege hat ja vorher das Beispiel des Einhorns gebracht. Die Frage der Kollegin ist, was ist, wenn ich einem Todkranken verspreche, ihn durch ein Ritual wieder gesund zu beten? Das, was allgemein anerkannt nicht machbar ist, was allgemein anerkannt faktisch absurd ist, führt zur anfänglichen Unmöglichkeit des 878. Vielleicht gibt es Leute, die glauben, dass sie das Einhorn verkaufen können, weil sie glauben, dass die irgendwo herumlaufen oder noch einen Yeti oder so drauflegen können. Aber Sie können es immer nur vor einem Hintergrund sehen, was ist denn der allgemein anerkannte Status. Sie haben recht, dass in Grenzbereichen das medizinisch sehr, sehr schwer sein kann, weil dort eine experimentelle Behandlung vielleicht die eine Sache ist und eine bloße Fantasie etwas anderes ist. Aber in dem Fall, wo Sie gesagt haben, ich versuche einen Todkranken gesund zu beten durch Gebete an eine exotische Gottheit, werden Sie genauso bei der anfänglichen Unmöglichkeit und genauso bei Macht 78 sein. Frage da hinten. Ach, Sie sind ja raffiniert. Der Kollege sagt, nein, Vertragsinhalt ist nicht, wenn er solche Gesundbetungsrituale vornimmt, Vertragsinhalt ist nicht, ich verspreche, dass ich dich gesund bete, sondern ich verspreche, dass ich es versuche. Das ist natürlich schon clever gemacht, weil man könnte sagen, ich bemühe mich halt, schauen wir mal, was rauskommt. Ich würde auch in dem Fall finden, dass, also, aber der Gedanke ist ein kluger Gedanke, ich würde auch in dem Fall finden, dass wenn das, was ich versuche, unmöglich eintreten kann, wir selbstverständlich auch dort in der anfänglichen Unmöglichkeit des 878 sind. Aber der Gedanke ist lustig. Sonstige Wünsche? Bitte. Der Kollege sagt, verstößt es im dritten Beispiel nicht überhaupt auch gegen die guten Sitten, was der Bestatter da tut. Wenn Sie einen Blick auf den 879 werfen, dann finden Sie dort was? Sie finden dort den Hinweis auf die Gesetzwidrigkeit, Sie finden dort den Hinweis auf die Sittenwidrigkeit und Sie finden eigene Tatbestände, wo also der Gesetzgeber sagt, und das konkret will ich auch nicht. Also der Wucher ist ja nicht nur ein allgemeiner Fall von Gesetz- oder Sittenwidrigkeit, sondern ist im 879 ganz konkret aufgezählt. Das heißt, das ist eine Ausprägung eines größeren Gedanken, da haben Sie völlig recht. Und wir könnten natürlich sagen, dieses Geschäft ist sittenwidrig, aber damit wären wir quasi eine Ebene drüber, eine Abstraktionsebene. Das Gesetz widerspricht ganz konkret 879.2.4 dem Wuchertatbestand. Aber das ist eine Ausprägung dieses Gedankens, haben Sie ganz recht. Sonstige Fragen? Gut, dann kommen wir. Jetzt ist der Übergang am Lecturecast endgültig ruiniert. So, bitte. Welche TV-Shows mit Damen, die lustig angezogen sind, meint die Kollegin? Ich gehe da mal sicher jetzt aber ein bisschen rüber. Vielleicht sogar aus dem Bild. Okay.
Aha, also so Wahrsagerei-Geschichten. Auch die Wahrsagerei ist logischerweise etwas, was man als faktisch absurd ansieht. Nicht? Das Problem, das Sie da haben, ohne dass ich jetzt zu tief ins Weitere eintauchen möchte, wenn jemand eine Schuld, die nicht wirksam besteht, begleicht, man spricht von wissentlicher Zahlung einer Nichtschuld, dann geht man einerseits davon aus, dass das heilt. Weil wenn ich sage, ich weiß, dass ich nicht schulde, aber ich gebe dir trotzdem Geld, na gut, warum soll ich das denn nicht tun? Und das zweite Thema bei diesen Fällen ist, es wird sehr gerne in solchen Geschichten Vorauskasse verlangt. Warum? Ja, weil sie damit halt dann nicht mehr besonders leicht zu Gericht kommen. Weil natürlich könnte dann der andere sagen, ich will mein Geld zurück. Aber der Weg dorthin ist ja viel mühsamerer, als wenn Sie sagen, ich will mein Honorar. Klar? Das heißt, auch das würde darunter fallen, es sei denn, dass die auch, aber ich kenne jetzt diese Shows nicht so genau, die Sie da angesprochen haben, es sei denn, dass die auch versuchen, einen geschickteren Weg zu wählen, wie der, den der Kollege angedeutet hat, und dass das in Wirklichkeit dann eher so ein halt, ja, Unterhaltungsprogramm ist, du sprichst mit irgendjemandem, der sich deiner Nöte annimmt und sagt, na, wenn du Sternzeichen wieder bist, dann kannst du das eh vergessen fürs nächste halbe Jahr oder sowas in der Art.